Herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge Boote und Technik. Ich bin Frank und betreibe die Webseite booteundtechnik.de. Meine Leidenschaft habe ich zum Beruf gemacht. Ja, und ihr könnt von meinen Erfahrungen profitieren. Wer mich noch nicht kennt, seit März 2020 leben Heike und ich auf unserer Manatee, einer Bavaria 47 Ocean, und wir liegen gegenwärtig hier in den Kanaren, zurzeit in Las Palmas auf Gran Canaria. Und unser Plan ist es, dieses Jahr Europa zu verlassen und Richtung Westen mit Ziel Costa Rica zu segeln. In diesem Video geht es um den Austausch unserer Seeventile auf der Manatee. Ein Schritt auch in Vorbereitung unserer großen Reise. Ja, werfen wir doch einfach mal einen Blick auf die Ausgangssituation. Wir hatten 12 Seeventile im Rumpf unserer Manatee. 10 davon waren original Messingventile, noch aus der Werfzeit von 2002. Da wurde unser Boot gebaut. Und 2 Ventile hat unser Voreigner vor ungefähr 10 Jahren wechseln lassen und hat dort Edelstahlventile eingebaut. Das handelte sich um die großen Toilettenausgänge für unser Gäste-WC und unser eigener WC. Ja, unsere Zielsetzung war nun, alle Bordventile komplett zu entfernen und ja, zu erneuern. Und zudem wollten wir für unseren Wassermacher und auch für unseren ja, Schwarzwassertank jeweils ein eigenes Seeventil spendieren. Um es kurz zu machen, 12 Seeventile heraus und 14 Seeventile wieder rein. In meinem Podcast über die Materialbetrachtung von Seeventilen habe ich ja unsere Entscheidung für die True Design Ventile doch hergeleitet. Und nun war die große Frage, ja, wie beschaffen wir uns oder wo beschaffen wir jetzt die Borddurchlässe, die Kugelhähne, die Schlauchtüllen, alles Material, was wir praktisch für unser Projekt benötigen. Und der Projektstartschuss, der erfolgte ja bereits schon im Juni, und wir planten für Anfang Juli auch einen Deutschlandaufenthalt für einen Familienbesuch. Und so hat sich das dann ergeben. Diesen Besuch in Deutschland wollten wir auf jeden Fall nutzen, um das von SVB gelieferte Material von Deutschland mit nach Las Palmas zu transportieren. Zwar liefert SVB auch nach Las Palmas oder generell auf die Kanarischen Inseln, aber das war uns zu unsicher. Die Laufzeit von Paketen hier auf die Kanarischen Inseln ist recht unterschiedlich, hängt stark von der Zollabwicklung in Madrid ab, und zurzeit sind ja auch Ferien in Spanien. Insofern kann das auch mehrere Wochen dauern, und dieses Risiko wollten wir einfach ein Stück weit minimieren. Ja, hier vor Ort ist es auch möglich, True Design Produkte zu kaufen. Es waren nicht alle Teile vorrätig und die Preise waren jetzt auch nicht günstiger als bei SVB. Also wir beschafften dann letztendlich alles bei SVB, haben im Katalog eine Aufstellung gemacht des benötigten Materials, was alles so angefallen ist. Und da gab es eine interessante Hürde, über die bin ich doch tatsächlich gestolpert. Und zwar, und das möchte ich euch ganz gerne mitteilen, es gibt tatsächlich unterschiedliche Zollmaße. Also es gibt ein Zollmaß, aber unterschiedliche metrische Maße. Das habe ich jetzt auch gelernt. Und zwar unterscheiden sich die metrischen Maße in Bezug auf Rohr und auf Schlauchanschlüsse. Ich möchte einfach mal ein Beispiel geben, also zum Beispiel ein 3/4 Zoll Schlauchtülle. Der Schlauchanschluss für 3/4 Zoll beträgt letztendlich 19,1 mm. Und das Gewinde von dieser Tülle, auch eines 3/4 Zoll, einer 3/4 Zoll Schlauchtülle, beträgt 26,44 mm. Also doch ein Gap zwischen 19,1 und 26,44 mm. Das hat mich etwas stutzig gemacht, da ich mich ja akribisch auch mit den metrischen Maßen bei der ganzen Planung des Projektes hier bei uns an Bord der Manatee beschäftigt habe. Aber an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an den SVB. In ihrem Katalog, den ich natürlich auch als PDF auf meinem iPad, ja, als Lektüre habe,
Gibt es ich sag mal, ein eigenes Feld? Da geht es einfach darum, ein Erklärfeld, sage ich mal. Da geht es darum, Zoll ist nicht gleich Zoll, so der Titel dieses Feldes. Und da geht es genau darum, mal dafür zu sorgen, zu verstehen, dass Zollmaße letztendlich sich unterscheiden in Bezug auf Schlauchanschlüsse und auf Gewinde. Das ist einfach der Unterschied. Muss man berücksichtigen, wenn man solch ein Projekt plant. Gut, ja, dann war es an der Zeit, die Bestellung aufzugeben. Das habe ich auch getan. Ich habe dann den Transocean-Rabatt noch gezogen und wie immer bei SVB kamen die Teile dann auch pünktlich in Berlin an. Der Preis für das gesamte Material belief sich so auf ca. 1000 Euro. Und in der ersten Juliwoche ging es dann von Berlin wieder zurück nach Las Palmas. Wir hatten praktisch unseren Familienbesuch abgeschlossen, war sehr schön. Und wir haben 4 Gepäckstücke aufgegeben. Da hat sich doch einiges angesammelt in der Vergangenheit. Und bevor wir Europa verlassen, wollten wir da noch einige liebgewonnene Stücke einfach ganz gern mit an Bord der Manatee haben. So zum Beispiel mein guter alter Marine-Sextant, der nun den Weg aus unserem Lager in Berlin an Bord unserer Manatee gefunden hat. Ja, als wir in Las Palmas gelandet sind, ja, was soll ich sagen? Leider kamen nur 2 Taschen von den 4 Gepäckstücken an und der große blaue Koffer mit den Ventilen, der war auch nicht dabei. Oh je, dachte ich, das war doch so nicht geplant und sofort tickte es in unseren Köpfen und wir betrachteten auch sämtliche Alternativen, was das Material betrifft, weil wir brauchten das Material ja auch für unser Projekt. Ja, ich möchte es kurz machen. Zum Glück, 2 Tage später wurde uns vom Flughafen Las Palmas hier der große blaue Koffer in die Marina geliefert. Toll hat das geklappt, es war auch alles im Koffer noch drin. Und das zweite fehlende Gepäckstück, ja, das ist mittlerweile auch angekommen. Das wurde 6 Wochen später geliefert, auch alles tipptopp, insofern gut gelaufen. Aber nun mal wieder den Blick aufs Projekt gerichtet. Nun hatten wir unser Material an Bord. Ja, brauchten natürlich einen Termin in der Werft. Und das ist hier in Las Palmas in der Zeit außerhalb der Ark. Ich nenne es mal außerhalb der Ark-Zeit. Problemlos möglich. Man muss sich da ein paar Spielregeln halten. Meistens ist das mit einer Woche Wartezeit verbunden. Die Arktzeit beginnt Mitte September bis ungefähr Ende November. Mitte November oder Anfang November startet ja die Ark Plus, wo die Segler dann praktisch über die Kapverden in Richtung Karibik ziehen. Und Ende November die Ark, wo dann praktisch die Segler hier in Las Palmas gemeinsam starten und dann direkt in die Karibik segeln. Und neuerdings gibt es auch am 10. Januar eine Ark, eine zweite Ark sozusagen, wo man auch direkt praktisch von Las Palmas in die Karibik segeln kann. Ja, da haben zu dieser Zeit doch hier die Geschäfte, die Bootsgeschäfte, aber auch die Werft sehr, sehr gut zu tun. Ne, das bedeutet für die Marina hier in Las Palmas ja gut 200 bis 300 Boote zusätzlich unterzubringen. Die Marina ist ja generell immer voll. Na klar, gibt es einige freie Plätze, aber zur Hochkonjunktur ist doch hier gute Logistik gefragt. Und ganz klar, ihr könnt euch vorstellen, das ist dann schwierig, kurzfristig einen Werfttermin zu bekommen. Ja, so geschehen ist es dann bei uns. Wir hatten dann einen Krantermin zum 28. Juli. Wunderbar, hat alles gut geklappt. Und wir planten dann 6 Tage später, am 2. August, praktisch wieder zurück ins Wasser zu kommen. Ich möchte ganz gern mal für euch hier unsere Planung ein Stück weit auflisten. Wir haben am ersten Tag geplant, zu kranen, das Unterwasserschiff reinigen zu lassen und natürlich muss das Boot dann aufgepalt werden. Und ich wollte auf jeden Fall am ersten Tag mal so einen ersten Versuch auch unternehmen, ein Seeventil ja zu entfernen. Das ist für mich auch Neuland gewesen sozusagen und da wollte ich mich mal rantasten.
Ja, am zweiten Tag war geplant, praktisch alle Seeventile zu entfernen und dann die Löcher auch im Rumpf zu präparieren und entsprechend austrocknen zu lassen, sodass man dann am dritten Tag die Borddurchlässe einsetzen kann, einkleben kann, und die brauchen ja dann auch wieder ein Stück Trockenzeit. Am vierten Tag, so war dann geplant, nach Trockenzeit der Borddurchlässe sollten die Borddurchlässe noch einmal angezogen werden. Das ist bei Trudesign-Ventilen so vorgesehen. Der Kleber zieht sich ja ein bisschen zusammen während der Trockenzeit, und dann ist es möglich, die Borddurchlässe nochmal mit ja, halber bis einer Umdrehung praktisch fest in den Rumpf anzuziehen. Und dann wollte ich im Prinzip auch alle Ventile anschließen, also die Kugelhähne mit den Schlauchtüllen, die Schläuche anschließen und von außen die Borddurchlässe primern. Und am fünften Tag war dann geplant, komplett auf dem Rumpf nochmal eine Schicht Anti-V-Link aufzutragen. Natürlich die Borddurchlässe alle gut mit Anti-V-Link zu präparieren, sodass sich keine Algen oder Muschelgewächse oder Würmergewächse da festsetzen können. Ich hatte dann noch geplant, am fünften Tag ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, wenn das Boot eh schon mal draußen ist. Und am sechsten Tag wollten wir eigentlich entspannt nur die Palstellen streichen und dann wieder zurück ins Wasser. Ja, so lief's von der Planung her, aber keine Projektdurchführung mit Hindernissen. So stellte sich praktisch schon am ersten Tag heraus beim Versuch, das erste Seeventil zu entfernen. Ich zeige euch das mal im Video hier, dass doch unsere akkubetriebene Flex dafür im Grunde nicht so gut geeignet war. Ja, sie flexte, aber das war dann doch nicht so gut möglich, weil irgendwann macht der Akku schlapp und die Kraft dieser Flex reicht einfach nicht aus, um da effizient in ein paar Minuten praktisch das Seeventil von außen so abzuflexen, und zwar diesen Übergang des Seeventils abzuflexen, dass ich dann praktisch das Seeventil nach innen einschlagen kann und entfernen kann. Ja, war kein großes Hindernis. Wir hatten hier Glück mit unserer deutschen Community und haben dann am Freitagmorgen auch eine Flex mit 230 Volt Anschluss zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit konnte ich dann auch mein Tagesziel des zweiten Tages erreichen. Ja, das hat tatsächlich geklappt. Und ich möchte euch hier mal zeigen in diesen Videosequenzen, wie ich da beim Flexen vorgegangen bin. Ja, mit der leistungsfähigen Flex war es dann ziemlich einfach möglich, praktisch die dickere Scheibe, die ja außen an so einem Borddurchlass dran ist, erstmal zu entfernen. Ich habe auch die Flex letztendlich als Flexscheibe solch eine 5 mm Flexscheibe aufgesetzt, und mit der konnte man dann vernünftig angewinkelt praktisch genau die Scheibe des Borddurchlasses gut abtrennen vom Borddurchlass. Und mit mehr oder weniger Druck nach innen oder mit einigen kräftigen Schlägen, mit einem Hammer, konnte man den Borddurchlass praktisch in die Bordwand hineindrücken. Bei einem Ventil hat das gar nicht gut funktioniert. Das war eines dieser Edelstahlventile. Da hatte ich arge Probleme, das Ganze, sag ich mal, vernünftig, also abzubekommen von der Bordwand, also Borddurchlass zu trennen von der Bordwand. Ich habe mich dann entschlossen, und das möchte ich auch ganz gern hier mal als Sequenz zeigen, eine Lochkreissäge zu verwenden, und habe einfach eine enge Lochkreissäge genau um das Bordventil herum angesetzt und die Bordwand dort an der Stelle aufgesägt. Ja, so kriegt man Bordventile auch entfernt, habe ich mir gedacht. Gut, das war dann natürlich wieder notwendig, auch dieses Loch mit Epoxid zu verspachteln, in die richtige Größe zurückzubringen. Und das seht ihr dann auch mal eingeblendet hier mit einer Videosequenz. Und wichtig war dann auch, das war dann praktisch der nächste Schritt. Die Löcher wurden ja freigelegt von den alten Ventilen sozusagen, wurden gesäubert. Und ich habe dann im Prinzip die Löcher mit Epoxid präpariert, sozusagen mit Epoxidharz versiegelt. Der Grund ist ganz einfach: Ich wollte einfach kein Borddurchlass direkt an das GFK einbauen und verkleben, sondern ich wollte ganz gerne noch eine Epoxidversiegelung darauf haben.
weil grundsätzlich in das GFK durch den Prozess der Hydrolyse ja Wasser eindringen kann. Und die Gefahr besteht ja auch gerade an Borddurchlässen, wenn irgendwann der Kleber, ich weiß nicht, was mit dem passiert in vielen Jahren, oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, oder das Wasser von außen, aber auch von innen möglicherweise eindringt in das GFK. Deswegen die Versiegelung mit Epoxid. Und das hatte dann den Effekt letztendlich, dass man hier eine vernünftige Wassersperre hat, um praktisch das freigelegte GFK und in das Loch letztendlich konnte ich dann sehr, sehr schön meine Borddurchlässe auch einsetzen. Ich habe natürlich nach der Versiegelung die Stellen von außen geschliffen, von innen geschliffen, sodass man eine glatte Oberfläche hatte, um den Borddurchlass sehr gut einzukleben. Ja, das funktionierte ganz gut. Ich musste dann natürlich Epoxid auch bis zum nächsten Tag aushärten lassen. Und man kann auch dazu sagen, hier in Las Palmas sind die Temperaturen für die Verarbeitung von Epoxid auch optimal, sind so um die 25 Grad, auch für den Härteprozess sehr, sehr gut. Ja, ein Seeventil, das betraf unser Dieselmotor-Kühlzulauf. Das war mir von Anfang an schon etwas klar. Musste ich um 3 cm versetzen, also zum alten Loch um 3 cm. Die Gründe sind einfach geometrische Gründe. Das Ventil von TruDesign ist geometrisch gesehen etwas doch stärker gebaut, also voluminöser gebaut als die Bronze- oder Messingventile. Das kann man grundsätzlich mal klarstellen und deswegen kann es sein, dass die alten Löcher nicht so nutzbar sind. Bei uns am Boot waren fast alle Löcher nutzbar sozusagen. Ich musste mal ein bisschen zirkeln, dass die Seewände oder die Kugelhähne dann auch sich nicht gegenseitig behindern beim Öffnen und Schließen. Also darauf muss man dann auch achten. Aber ein Ventil musste ich grundsätzlich verlegen. Das heißt, ich habe dann hier auch mit Epoxidharz dieses Loch verschlossen, habe da auch noch ein paar Glasfasermatten mit eingearbeitet und ordentlich verspachtelt. Und daher konnte ich praktisch diesen Borddurchlass jetzt nicht am nächsten Tag schon mit einem Kleber einsetzen, sondern ich musste erstmal das Loch ab, also den Härteprozess des Loches abwarten und konnte es erst am nächsten Tag wieder aufsägen, präparieren und den Borddurchlass dann einen Tag später einsetzen. Also das ist einfach so gelaufen, ist ja auch nicht schlimm. Ja, am dritten Tag wurde dann gleich das erste Loch, also das habe ich mir dann früh morgens vorgenommen, für das Motorventil mit einer Lochkreissäge ausgesägt und ich habe das dann auch mit Epoxid gleich präpariert. Hier habe ich das Harz an diesem Tag doch 6 Stunden Trockenzeit gegeben. Das ist auch in Ordnung. Da ist das Epoxid doch fast ausgetrocknet. Nicht zu 100%, aber fast. Und ich habe dann im Prinzip den Borddurchlass auch an diesem Tag noch mit einkleben können. So habe ich das wieder eingeholt ein Stück weit. Ich gebe euch hier mal einen kleinen Einblick, wie ich denn vorgegangen bin beim Einkleben der Borddurchlässe. Am dritten Tag hatte ich mir das ja dann auch vorgenommen und von TruDesign gibt es eine ganz klare Empfehlung, mit welchen Produkten man hier arbeiten muss. So für den europäischen Markt hat sich dann ergeben, dass das Klebemittel Sikaflex 291i zu verwenden ist. Das ist ein seewasserbeständiger Kleber, den gibt es in Schwarz und in Weiß. Dadurch, dass wir schwarze Bordventile hatten, Sportdurchlässe, habe ich mich für den schwarzen Kleber entschieden. Und für das Einschrauben der Kugelhähne und für das Aufschrauben der Schlauchtüllen auf die Kugelhähne wird ganz klar Loctite SI5331 als so eine Art flüssige Gewindedichtung empfohlen. Ich denke mal, da ist auch Teflon verarbeitet. Das fühlt sich alles so an. Das ist einfach ein Dichtungsmittel, was im Prinzip gar nicht richtig aushärtet, sondern es härtet an und schließt ab und bläht sich ein bisschen auf, verdichtet sozusagen. Und die gute Nachricht ist an der Stelle, die möchte ich einfach mal mit einflechten, man kann die Kugelhähne und auch Fittinge, die muss man nicht bis zum Anschlag aufschrauben, sondern man kann kurz vor Anschlag im Prinzip eine Richtung, eine Ausrichtung finden für die einzelnen Seeventilbestandteile, um dort im Prinzip dann auch die optimale Position zu finden von innen, sodass man alle Kugelhähne vernünftig bewegen kann und die sich nicht gegenseitig behindern.
So, am vierten Tag habe ich dann im Prinzip nach Einbau der Bohrdurchlässe alle Bohrdurchlässe von innen, und zwar die großen Muttern, die wir dort aufgeschraubt haben, handfest aufgedreht haben, nochmal angezogen, und zwar fest angezogen mit ungefähr einer halben bis einer Umdrehung. So wurde das auch beschrieben von TruDesign. Ja, und danach ging es los. Kugelhähne aufbringen mit schon besagten Loctite 5331 als Gewindedichtung, die Fittinge verschrauben, eindichten und dann die Schläuche anschließen. Ja, natürlich haben wir auch die Schläuche erneuert und jeweils mit ordentlichen, also ordentlich mit zwei Schlauchschellen befestigt. Und einen Schlauch auf so ein Fitting zu schieben, das war nicht immer ganz einfach. Das war doch etwas kräftezerrend. Deswegen haben wir uns dann entschieden, die Schläuche innen mit Vaseline als Gleitmittel einzuschmieren und auch die Fittinge mit Vaseline zu präparieren. Und dann ging das schon ganz gut. Dann konnte man den Schlauch gerade raufstecken auf so eine Schlauchtülle. Bis zum Anschlag natürlich. Und dann haben wir sie mit den Schlauchschellen fixiert. Wir haben dann praktisch am vierten Tag, genau am Abend, noch Primer aufgetragen mit einer Sprühdose. Und das ging ziemlich gut. Und so konnten wir dann am fünften Tag auch unsere Bohrdurchlässe vernünftig mit Anti-Fouling präparieren. Ja, ansonsten haben wir auch den Rumpf nochmal ordentlich mit Anti-Fouling am Wasserpass beschichtet. Wir haben unseren Rumpf ja 2019 neu aufgebaut. Letztes Jahr gab es dann nochmal in Carnisal auf Madeira neues Anti-Fouling. Wir haben dort praktisch eine Schicht verwendet, noch mit unserem alten Anti-Fouling von International. Das verträgt sich auch mit dem neuen. Und was wir gemacht haben, wir haben unser Bleikiel komplett neu nochmal mit Epoxidprimer aufgebaut und dann im Prinzip nur mit Hempel Anti-Fouling mehrmals beschichtet. Das war so die Arbeit in Carnisal. Also unser Unterwasserschiff sah noch recht gut aus hier in Las Palmas in der Werft. Und wir haben dann im Prinzip, ich überlege gerade, 5 Liter Hempel Anti-Fouling nochmal, ja, ich würde mal sagen, so 2 Schichten komplett auf den Rumpf aufgetragen. Wasserpass vielleicht 3, vielleicht sogar 4 Schichten. Auch die Borddurchlässe ziemlich ordentlich beschichtet. Und am sechsten Tag hing dann unser Boot wieder im Kran. Und ich konnte die Palstellen noch streichen und so da auch noch Anti-Fouling auftragen. Das war gut. Und gegen 1 Uhr, ja, da kam unser Boot wieder ins Wasser und wir waren im Prinzip ziemlich aufgeregt, das ist ja ganz klar. Ich habe mit dem Kranführer auch vereinbart letztendlich, dass er das Boot erstmal langsam ablässt ins Wasser. Ich dann mal gucke, funktioniert dann auch alles? Und im Zweifel, falls irgendeine Katastrophe passieren sollte, er das Boot auch wieder hochzieht. Und ja, das hat er so akzeptiert. Ja, als das Boot, also die Manatee, langsam ins Wasser abgelassen wurde, oh, da hing auch unser Boot noch an den Krangurten gut dran, hörten wir plötzlich ein sehr, sehr lautes Pfeifsignal aus unserer Bilge. Das kam von einem unserer Feuchtigkeitsmelder. Und ich bin dann, also in so einem Gefühl, also in so einem Moment muss ich sagen, das ist schon ein ganz komisches Gefühl, also unbeschreiblich. Stell dir vor, hast alle Seeventile gewechselt, Boot wird ins Wasser gelassen, Wassermelder, also Feuchtigkeitsmelder, schlägt Alarm. Also irgendwas ist dann da doch komisch. Ich möchte das aber auflösen. Es war zum Glück nur unsere Logge. Heike hatte die Logge ordentlich geputzt und hatte noch den Loggenstutzen drin. Leider, und so hat sich das jetzt ja auch herausgestellt, der Ersatzstutzen für die Logge, der ist kaputt. Ja, hat einen ganz kleinen Haares. Ist jetzt schon wieder repariert, funktioniert auch, aber haben wir dann mitbekommen, als wir praktisch ins Wasser gelassen wurden. Ja, puh, ich habe die Logge erstmal eingesetzt anstatt des Ersatzstutzens und damit war auch alles wieder in Ordnung. Es lief kein Wasser mehr in den Rumpf rein und damit war das Problem erstmal soweit gelöst. Großer Schreck, kleine Ursache. Und mit dem Kranführer hatte ich dann vereinbart, erstmal am Go zu bleiben, um alles zu testen. Ja, was soll ich sagen?
die vordere Toilette funktionierte nicht. Also weder zog sie Wasser noch pumpte sie ab. Ah ja, ich habe ganz verzweifelt nach der Ursache gesucht. Das war dann auch wieder so ein Moment, dachte mir, oh Gott, ich kam ins Schwitzen und wusste überhaupt nicht, was kann es sein. Ach, die Ursache, ja, waren das vordere Gurtband des Krans, welches die Ventile von außen natürlich abgedichtet hat. Ja, gut, wir sind in Spanien. Also so war das natürlich nicht vereinbart. Ich habe extra die Kranpositionen mit zwei Yacht-Aufklebern versehen, habe das dem Kranführer auch gezeigt. Er hat dann noch seinen Daumen nach oben gezeigt. Toll, gut gemacht. Da wird er sich natürlich dran halten. Aber hier, so ist es in südlichen Regionen. Aber ich hätte es ja auch kontrollieren können. Ja gut, auch dieses Problem war dann gelöst und als wir vom Kran wieder in unseren Liegeplatz zurückgefahren sind, ja, wir waren irgendwie erleichtert. Das Projekt hat doch sehr gut geklappt und die letzten zwei Erlebnisse beim Einkran, ja, die haben uns doch wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität geholt, was denn alles schiefgehen kann bei solchen Projekten. Und ja, Haken dran und aus Holz geklopft, dass wir alle Zeit dicht bleiben mit den vielen neuen Bohrdurchlässen. Wir haben dann am Liegeplatz erstmal unser Boot kräftig gereinigt, von außen und von innen. Also so eine Werft ist ja doch dreckig und ungemütlich. Ja, daher hatten wir auch in der ganzen Zeit ein Hotelzimmer, das haben wir uns gegönnt. Hier in Las Palmas können zwar, und das ist doch schon ein Alleinstellungsmerkmal für eine Werft, zwei Personen pro Boot, doch rund um die Uhr jederzeit aufs Boot. Man kann auch auf dem Werftgelände übernachten. Gegenüber vom Werftgelände letztendlich befinden sich auch Duschen und Toiletten. Das passt alles gut zusammen. Wir konnten so dann praktisch nach abgeschlossener Arbeit am Abend auch nochmal duschen gehen, bevor wir dann zum Abendessen in die Sailors Bar eingerückt sind und danach, nach dem Abendessen und wohlverdienten Feierabend, wir natürlich entspannt ins Hotel gegangen. Ja, ich möchte euch an der Stelle auch mal die Kostensituation ein Stück weit einblenden. Ihr seht hier dazu mal eine Grafik eingeblendet. Wir haben für das Projekt doch erhebliche Kosten gehabt. Das Material, erwähnte ich schon, kostete so um die 1000 Euro. Das Anti-Fouling kostete 260 Euro. Der ganze Kleinkram drumherum nochmal 50 Euro. Die Werft kostete 846 Euro. Die setzen sich zusammen aus den Krangebühren, also Auskranen 205 Euro, Einkranen 205 Euro, dann die Tagespauschale für den Standplatz in der Werft mit 43 Euro. Das Unterwasserschiff reinigen wurde hier mit 90 Euro berechnet und pauschal kam nochmal für Strom, Wasser und Müll innerhalb der Werft 35 Euro dazu. Ja, das summierte sich dann schon auf die 846. Das Hotel kostete ca. 400 Euro, unser Hotelaufenthalt für die ja, 6 Nächte sozusagen. Und 6-mal Abendessen, das waren auch nochmal ungefähr 200 Euro. Und ein Gesamtprojektbudget summiert sich somit auf 2756 Euro. Ja, doch ein stolzes Budget, aber wir haben komplett alle Seeventile gewechselt, haben dann 14 neue Seeventile von True Design drin. Wir haben es selber gemacht. Vom Arbeitsaufwand habe ich mal ein Stück weit zusammengerechnet. Ich würde sagen, Heike ungefähr so 20 Stunden Arbeitsaufwand. Mein Arbeitsaufwand waren doch ungefähr so 40 Stunden, kann man zusammenfassend sagen. Also 60 Stunden Arbeitsaufwand. Ja, lässt sich sehen. Alle Seeventile waren letztendlich dicht am Ende des Tages. Das ist dann auch immer so die Nachbetrachtung, also Projekterfolg. Aber eine kritische Frage sei doch erlaubt. Hat sich oder war denn der Wechsel aller Seeventile jetzt notwendig? Ja, schwierige Antwort. Wenn man das mal betrachtet von der Funktionsweise, also die Seeventile letztendlich haben funktioniert, die Kugelventile, also Kugelhähne, ließen sich letztendlich bewegen. Ja, es waren nicht alle mehr so leichtgängig, ganz klar. Kein Seeventil war jetzt so stark korrodiert, dass, sage ich mal, die Materialstruktur des Ventils erheblich oder überhaupt geschwächt war. Das möchte ich mal so einschätzen.
Die Edelstahlventile, die hatten erstaunlich viel Rostansatz, aber sie waren intakt und auch von sehr hoher Festigkeit. Das kann man hier mal so konstatieren. Einige Messingventile über dem Wasserpass, die sahen noch aus wie neu. Also die hätte man dann nach dem Ausbau, wenn ich sie denn nicht beschädigt hätte, auch wieder verwenden können, rein theoretisch. Also fast noch neu. Also zusammenfassend, auch aus einer Sachverständigenbrille heraus, kann ich nur sagen, der komplette Austausch wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Selektiv hätte auf jeden Fall das Motorventil getauscht werden müssen und auch noch ein weiteres Ventil. Die waren doch schon sehr korrodiert, allerdings nicht strukturell beschädigt. Ja. Wir stehen aber zu unserem Projekt. Jawohl, und sind natürlich froh, jetzt komplett auf True Design umgestellt zu haben. Und wir hoffen uns jetzt erstmal für die nächsten 10 Jahre, also absolute Ruhe mit diesem Thema. Die Ruhe werden wir sicherlich haben, auch mit dem Effekt, dass wir natürlich monatlich unsere Seeventile bewegen, also vor allem die Kugelhähne testen und damit auch immer einen Blick werfen. Ich muss jetzt auch abschließend sagen, dass ein Blick in diese Compartments, wo die Seeventile von innen im Prinzip dann auch zugänglich sind, das hat sich doch sehr aufgewertet. Das Bild ist einfach hübscher geworden. Ich blende euch da auch mal so einen Blick mit ein. Ja, das war's im Grunde schon. Das sind so die Erfahrungen, also unser Erfahrungsbericht aus der Brille. Ja. Das Projekt doch eigenständig auch durchgezogen zu haben, also Wechsel unserer Seeventile an unserer Manatee. Wenn ihr Fragen habt, Klärungsbedarf, Mensch, meldet euch am besten per Mail oder schreibt es in die Kommentare. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Ich freue mich immer auf Rückläufer. Mich interessieren natürlich auch eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, vielleicht auch mit solch einem Projekt. Berichtet mir doch darüber. Das ist für mich immer ein erheblicher Erfahrungsgewinn. Meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite bootundtechnik.de. Meine E-Mail-Adresse lautet fr@jachtgutachten.eu. Da könnt ihr mir immer schreiben, ihr bekommt immer eine Antwort. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Ja, verabschiede mich. Bis bald. Liebe Grüße von der Segeljacht Manatee. Euer Frank.